Sehr gut, neun Dietrich. Oh, hier unten. Klinge. Ne, da war ja das, was ich nicht mitnehmen wollte. Hier mal noch mein Dingens. Die Truhe hinten hast du aufgemacht, ja. Ich muss noch mal eben gucken, was da hinten drin ist. Brauche ich nicht. Tasche, okay. Gucken, ob hier noch irgendwas liegt. Nein. Okay. Wir werden nochmal eben schnell hier gucken gehen, ob irgendwas Wertvolles ist. Oh, hier war was Grünes. Was ist das? Küchenkram mitnehmen. Batterien zum Öl gebrauchen. Oh, ich habe wieder eine Truhe, Alter. Mach du die auf, ich hab keinen Bock drauf. Ich mach die auf. Schnur. Da lag auch noch irgendwas. Noch eine Schnur. Und eine Klinge. So, ich guck mal eben. Ach Quatsch. Entwürfe. Spaßbremse. Okay. Kabel und Motorteil Stufe 2, das habe ich ja schon mal geholt. So, okay. Dann würde ich sagen, ich steige in den hinteren ein. Warte mal. Da kann ich auch ganz... Ach so, okay. Fahren, einsteigen, Benzintank voll. Steigen wir mal ein. So, wie fahre ich? Drücken Sie zum Beschleunigen R2, zum Bremsen L2. Halten Sie Dreieck gedrückt, um ein Fahrzeug zu verlassen. Warum? Was machen Sachen? Was machst du da? Hallo? Was machst du? Brauchst du noch gar nicht, Alter. Ready? Ready. So, und wie kommt man hier jetzt raus? Da ist ein Holztor. Da sind ganz viele Zombies. Kahn, bist du da? Kahn. Oh, die geht eigentlich. Da gibt's schlimmere Spiele, ey. Wow. Boah, ich höre dich gerade überhaupt gar nicht. Ich muss gleich mal den Sound leiser machen hier ein bisschen, ey. Der sagt, ich bin voll. Ist kein Destruction Derby, Junge. Was war das denn? Oh! Was ist Karambolage? Warte, ich muss mal den Sound eben leiser machen, das ist übelst laut, ey. So, weiter geht's. Lass noch einen Zombie, den nehmen wir mit. Zack. Ja, das ist, weil du nicht fahren kannst, aber ich auch nicht. Ja, ramm mich da rein, Alter. Bis wir da angekommen sind, ist die Karre kaputt schon, ey.
Alter, nicht platt fahren, ey. So, dann berichten wir ihn mal von unserem Erfolg. Etzki. Suchst du Khan? Der ist weg. Schätze, sie haben ihn endlich gebeten zu verschwinden. Gebeten haben sie ihn? Wie denn? Mit vorgehaltener Waffe? Und wer sind Sie? Sie haben endlich getan, was mein Vater schon längst hätte tun sollen. Und ganz plötzlich ist hier Frieden eingekehrt. Komisch, oder? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wieso auch? Du bist aus denselben Gründen hier wie er. Aus denselben Gründen, warum die Banditen uns nicht in Ruhe lassen. Und dir sollen wir trauen? Was muss ich tun, um dich zu überzeugen? Mich musst du nicht überzeugen. Mir ist das Schnurz. Den anderen könntest du zeigen, dass du auch geben willst, nicht nur nehmen. Ich heiße übrigens Esgi. Kyle, Esgi, kannst du mir wenigstens ein paar Tipps geben? Was braucht ihr hier? Könnte ich. Dann wärst du mir allerdings einen Gefallen schuldig. Vergiss das nicht. Geht klar. Seit einer Weile ist das Grundwasser verschmutzt. Stell dir mal vor, wenn du unsere Wasserversorgung wieder in Ordnung bringst. Bestimmt, weil ich gerade reingesprungen bin. Also irgendwie hin? Richtig. Aber dafür musst du ins Territorium der Banditen. Es gab schon einige Freiwillige, aber keiner von denen ist zurückgekehrt. Ich würde es also nicht empfehlen, wenn du nicht gerade lebensmüde bist. Wenn doch, folge einfach der Pipeline. Die Pipeline folgen. Fahren Sie zur Pumpenstation. Gut, fahren. Warte mal. Die hat ein weißes Ausrufezeichen. Was heißt das? Warte darauf, dass ein anderer... Komm mal eben nochmal näher ran. Danke für den Tipp, Esgi. Aber als du sagtest, sie haben ihn gebeten zu verschwinden, meintest du doch nicht die Leute, die hier leben, oder? Nein. Die Leute hier tun nichts. Sie sind Khan monatelang nicht losgeworden. Warum sollten sie es jetzt schaffen? Du weichst meiner Frage immer noch aus. Weil ich immer noch nicht weiß, ob du eine Antwort verdienst. Aber ist es nicht ein ganz kleines bisschen grausam, jemanden zu vertreiben, nur weil er etwas derb ist? Kann sein. Aber uns trennt nur eine dünne Mauer von Horden von Banditen, Zombies und weiß Gott noch was. Ein Mann mit großer Klappe könnte reichen, um hier alles den Bach runtergehen zu lassen. Und du findest das okay? Wenn er da draußen keinen Schutz findet, ist er ein toter Mann. Oh, ich bitte dich. Du kommst aus der Stadt und solltest Typen wie Khan kennen. Die schlagen sich immer irgendwie durch. Er würde auch mit einer Leiche schachern, wenn er sich dadurch bessere Chancen ausrechnet. Aha. Du wolltest jetzt mit einem nur fahren, ja? Ja, dann fahr du, ich setze mich hinten rein. Warte mal, vielleicht kann man schon irgendwie... Ja, dann fahr ich. Ja, nimm mal den. Wahrscheinlich, weil ich schon drinnen sitze oder so. Bist du drin? Schade, dass nicht angezeigt wird, dass irgendwie uns schon drin sitzt. Aber gut, okay. Fahren wir mal da hinten hin. Das ist eine sehr gute Frage. Die kann ich dir leider nicht beantworten. Lol. Alter, guck mal da! Da steht Water! Okay, wir müssen aussteigen. Komm von der Seite rein! Aussteigen, wir sind doch hier schon. Hier ist unser Ziel. Von der Seite. Was für eine Seite, Alter? Seite und Leiter. Da hinten wahrscheinlich. Nein! Konter, Alter! Hier, tritt! Lol. Ich hier zur Seite, hat er gesagt, laufen. Ich hab keine Ahnung, wohin. Hier hoch? Kann man da hoch? Nein, da kann man nicht hoch. Wie viel Leben habe ich überhaupt noch?
verarzte mich mal eben. So, jetzt besser. Okay, das ist die falsche Seite wahrscheinlich, aber hier kann man hochhüpfen. So. War zwar keine Leiter an der Seite, aber sind ja trotzdem drin. Hier oben ist der irgendwo. Komm zu mir, mein Freund. Jeder neue Kunde ist ein Segen. Ja, ich komme, Kollege. Alter, okay, ich sehe schon, was das Problem ist. Du verkaufst hier draußen tatsächlich was? Kristallklares Wasser, garantiert ohne Dünnschiss danach. Schmeckt, als würde ein Engel auf deiner Zunge tanzen. Die Gallone für nur 10 Pfund Lebensmittel. Wir nehmen auch Gold. 10 Pfund Lebensmittel für Wasser? Als nächstes verkauft ihr dann Luft oder was? Oh, da nörgelt wohl jemand gerne. Sieh mal nach da unten, du Freak. Das ist Roscoe. Nörgler landen bei ihm. Willst du also weiter nörgeln? Wie wär's mit... Ach, fick dich, du Arsch. Dann soll es so sein. Jungs, mach den fertig. Ich hab keine Ausdauer mehr. Leute, fickt euch doch, ey. Wieso lebst du denn schon wieder? Ist das schlecht, ey. Ich wollte meine Waffe wechseln, Alter, auf Pumpe, ey. Aber ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich bin noch verwirrt mit der Steuerung ein bisschen. Ich bin da gespawnt mitten in den Zombies. Boah. Wo sind hier die Leiter gewesen? Hier gibt's überhaupt keine Leiter. Ne. Komm halt wieder von hinten. Gewehr ist nicht schlecht, nehme ich noch eine Pumpe auch rein. Wird schon auf mich geschossen, Alter. Wo ist der Lappen? Wow! Nur noch hier hinten einer. Sehr gut. So, jetzt looten wir mal erst mit den Mannequin hier. Vielleicht haben die was Schönes für uns. Was hat denn der Fleischhackmesser? Der hat doch gerade eine Waffe hier gehabt. Wo ist sie denn hin? Keine Ahnung. 5 Dollar Metallteile. Ja, dann würde ich mal dein Inventar leer machen. Das weiß ich nicht. Polizeigewehr. Nee, ist schlechter als meins. Sturmgewehr ist auch schlechter. Was hat meine für Krämpfe, Alter? Was macht denn für Geräusche? Nö. Passiert nix. Da lag da auch noch. Da.
Armeemachete, alles weiß. Boah. Was war das? Lol. Ich hatte noch volle Leben und da kam so ein Zombie und ich war tot. Hallo? Hä? Wieso sind wir denn jetzt gestorben, Alter? Lol, okay, da war da bestimmt ein rotes Fass oder so, Alter. Geh weg, Scheißviech. Böller war nach links gedrückt halten. Und dann kannst du sie aussuchen. Ja doch, nach links und dann kannst du Böller auswählen. Oben. Oder du musst sie erst noch in dein Inventar reinpacken, damit du Böller hast. Oder du kannst ja irgendwie noch die Sachen wechseln, glaube ich, war das. So, 17 Dollar. Da waren wir auch. Wir waren jetzt hier. Oh, das ist was Liedernes. Was hast du denn gefunden? Ja. Ah, okay, ich glaube, das Auto ist explodiert, deswegen sind wir gestorben. Oh. Oh. Flo-MP. 137. Was habe ich denn im Inventar für eine Waffen? Na, ich glaube, die ist schlechter als meine. Die hat 229. Was habe ich denn? Ne, den mischen ich mit. Ich guck mal eben hier. Hier war noch auch irgendwas. Zigaretten. Fallout fand ich das gut, aber hier geht er ein bisschen auf den Sack. Ja, was man auch immer damit machen kann. Erstmal hier den scheiß Schloss geknackt bekommen. Gibt's doch nicht, Alter. Junge, 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 Junge. Ah, jetzt hab's auf. Juhu! Premium Kosmetiktasche und ein Vollstecker. Warte mal hier. Wo hast du denn das da gefunden? Das sind die Autos. Oh, da oben haben wir was Lilendes liegen. Kunststoff. Kaffee, Federung Stufe 2 und Kunststoff und John, was ist, wenn du mal nicht da bist und ich alleine spielen möchte? Aha. So, was haben wir denn hier? Haben wir überhaupt was hier? Da haben wir eine Türe. Alter, jo, ja, wir müssen Strom anmachen. So war das. Und dann ist das unser Gebiet hier, glaube ich. Aber wo machen wir Strom an? Da? Nein. Soll das ein Witz sein? Hier, yeah, Powerschlag, Junge. Nee, Armeemachete, die ist schlecht. Geisel befreien. Ja, sehr schick mich. Oder besser gesagt, Eski. Ich bin Ali. Bist du einer der drei, die sich verirrt haben? Dieser
Bestie vorgeworfen. Hör zu, Ali. Das Ding muss zumindest im Ansatz noch funktionieren. Sonst hätten die Banditen kein Wasser. Die Banditen haben Wasser. Aber auf der Farm gibt's keins. Vielleicht können wir es umleiten. Helfen Sie, Ali. Warte, hier ist noch irgendwas. Achso, aber nicht von hier. Wenn wir es richtig gemacht haben, sollte wieder Wasser auf der Farm sein. Lol. Halten, um Fahrzeug zurückholen. Ah, okay. Es funktioniert nicht. Warum zum Henker funktioniert es nicht? Oh, Scheiße. Ali, du machst alles kaputt. Scheiße. Sie müssen es geschlossen haben. Und diese Apparaturen sind steinalt. Wenn die Rohre bersten, sind wir am Arsch. Ich öffne das Ventil. Wo ist es? Woher soll ich das wissen? Ich weiß nur, dass es nicht hier ist. Folge der Pipeline und beeil dich bloß. Einmal mit Profis, Alter. Ich suche hier weiter. Geh und beeil dich. Folgen wir der Pipeline schon wieder. Alter, wir haben nur 2 Minuten noch irgendwas Zeit dafür. Das ist eine gute Frage, Alter. Da ist die Pipeline. Boah! Ist das überhaupt richtig, Alter? Die geht hier in den Boden, das ist falsch! Das ist die Pipeline. Boah, ich muss über die Zombies springen. Jetzt ist es sowieso zu spät, Alter. Ja, fahren Sie an der Pipe entlang und wir laufen. Oh Mann, Alter. Ist wieder typisch, ey. Egal, wir haben noch 1,5 Minuten, Alter. Das schaffen wir. Glaube ich. Wo steht das denn? Ich habe keine Power mehr, Alter. Meiner kann nicht mehr laufen. Ja, lass das Vieh doch grün sein. Ein 40 Sekunden, Alter, das wird so ein Fail. Alter, wir schaffen das. Da vorne ist, glaube ich, schon Ende. Ich kann nicht mehr laufen, Alter. Ich habe keine Power mehr. Schaffen wir es? Ja, hier. Nee, oder? Hier rein? Nein, weiter, Alter. Weiter. Oh, wir hätten fahren müssen, Alter. Wir sind so behindert, ne? 6 Sekunden. Lol, okay. Wie schlecht, ey. Vielleicht sollen wir uns die Quest mal ordentlich durchlesen, bevor wir einfach loslaufen. So, warte. Wo müssen wir raus? Was? Draußen stehen, draußen. Wie komme ich raus? Lol, hier hoch. Komm schnell, Alter. Oh, durch die Nacht fahren, ey, das wird so behindert. Komm. Komm doch rein, Junge. Lauf, sagt er. Zombie, ich seh nix, Alter. Ey, jetzt muss ich dunkel fahren. Wie machst du den Scheinwerfer an? Gibt's überhaupt sowas hier? Ich hab keine Ahnung, wie ich hier fahren muss.
Halten Sie die Handbremse zu nutzen. Ah, nach oben drücken vielleicht. Ah, hier, Scheinwerfer, guck. Bin ich gut, ey. Okay, 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 wie muss ich fahren? Ich habe keine Ahnung. Hier, so, so, ja, ja, ja. Und dann hier lang. Und dann knall ich gegen den Berg, aber egal. Hier lang. Und oh, oh, die Uhr blinkt, Alter. Jetzt kommen die scheiß Zombies gleich. Okay, das ist jetzt assi, Alter. Die Nacht bricht ein, ja, super. Oh, oh, da ist schon so ein scheiß Zombie, Alter. Oh nein! Ganz viele bei uns! Hau den weg, Alter! Ich seh nix! Lol, der ist verwickelt. Ey, die schlachten mich ab, Alter! Ey, Marcel, mach doch was! Alter! Lol, ich bin tot! So schnell wie möglich fahren. Lustig, so schnell wie möglich fahren. Spastis, ey. Okay, das ist voll scheiße. Wenn wir die Mission... Ja, genau, wir spawnen wieder im Dunkeln. Verbleibende Zeit 25 Sekunden. Wollt ihr mich verarschen? Wie willst du das denn machen? Ja. Aber wie willst du das machen? 25 Sekunden? 11? Das schaffst du überhaupt gar nicht. Was ist das denn für eine Verarschung? Ah, okay, jetzt. Los. Oh. Ja, das hört aber gleich auf, wie wird schon hinten hell wieder. So, jetzt Kasala. Oh lol, runtergefallen. Komm, 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 steht da nicht rum, Alter. Oh, ihr Drecks-Wixers. Wir haben erst 2 Uhr, habe ich auf meiner Uhr gesehen. Hier rein, hier rein, hier rein. Bist du drin? Oh. Neue Fahrerstufe, Fertigkeitspunkt erhalten. Oh nein, hinter uns ist so ein Spastenviech, Alter. Verfolge abgehängt, sehr gut. Bist du vielleicht auf dem falschen Sitz? Aber da gibt es ja 2 Plätze. Ja. So, hier war gerade die Fail-Stelle, Alter. Okay, die habe ich jetzt auch gemeistert. Okay, okay, das schaffen wir, das schaffen wir jetzt. Keine Ahnung. Ali, ich bin bei einer Art Pumpstation. Pumpe! Dann such nach dem Hauptventil, Herrgott! Okay. Scheiß Alarm, hört nicht auf. Pumpe, Pumpe, Pumpe. Hier. Ventil, da drin irgendwo. In dem Häuschen bestimmt. Alter, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt richtig bin. Such ein scheiß Ventil, Marcel, Alter. Ist scheißegal, wie man da reinkommt. Such irgendwas. Wir haben nur noch 30 Sekunden Zeit. Ich bin komplett falsch. Ne, hier, ich hab's. Drehen! Dreh es doch, du Spasti! Ich hab's geschafft. Oh, Glück gehabt, ey.